zeige hier meine persönlichen Erfahrungen als Privatanleger. Ich würde mich freuen, wenn ich dir Denkanstöße liefern kann. Eine Anlageberatung stellen meine Videos oder Streams jedoch auf keinen Fall dar. Ganz im Gegenteil, ich will nicht beraten, sondern deinen kritischen Widerspruch herausfordern. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gehwissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein. Deshalb gilt, ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die du aufgrund der hier präsentierten Informationen triffst. Hi, ich bin's wieder, euer Roger, und heute geht's um das Thema Themen, Branchen, ETF-Depot-Projekt. Ich hatte das beim letzten Videoblog ja schon erwähnt. Ich stehe ja jetzt, wie der ein oder andere weiß, kurz davor, mein normales Depot abzuschließen. Es fehlt noch ein ETF. Der ETF ist jetzt auch nicht dabei bei den ETFs, die ich euch vorstelle. Und dann käme ja dieses Thema Einzelaktien. Oder einfach sagen, okay, ich habe jetzt meine 6 ETFs, die ich haben wollte, und bespare die oder mache Einzelkäufe und lasse es dabei. Und es ist einfach so, Thema Einzelaktien. Für mich persönlich sind Einzelaktien, die Analyse der Einzelaktien, was unablässig ist, wenn man in Einzelaktien investiert, die absolute Königsdisziplin. Ich beschäftige mich jetzt schon seit Monaten mit der Thematik Value und Wachstum, Wachstumsaktien und, KGV, KBV und so weiter. Hab mir da viele Videos angeguckt und ich persönlich muss halt einfach sagen, ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Ich halte persönlich halt auch nichts davon, jetzt nicht jetzt spezifisch auf Einzelaktien, sondern halt auf generell auch auf ETF-Depots einfach zu sagen, ich hole mir jetzt einfach das Depot von YouTuber XYZ, baue ich mir zusammen und dann muss das so funktionieren, ohne zu wissen, was sind das für Unternehmen, wie sind die Geschäftszahlen und so weiter. Es gibt natürlich immer bestimmte Unternehmen, die man eigentlich zu 90% in jedem Depot findet, aber um das Ganze halt abzukürzen, ich persönlich fühle mich dazu noch nicht bereit. Und wie ich es ja halt auch immer sagen will, ich meine, beim Thema Geld hört die Freundschaft auf. Und mir ist es halt auch wichtig, euch zuverlässige Zahlen, Informationen zu geben. Auch wenn am Ende alles falsch sein kann, was ich euch erzähle, sage ich ganz einfach, ich persönlich fühle mich noch nicht bereit. Ich fühle mich da noch nicht sicher. Werde natürlich da auch weitermachen, aber ich werde erstmal die Finger von Einzelaktien lassen. Es gibt 3 Firmen, die will ich haben, die werde ich mir auch holen irgendwann, aber ansonsten jetzt ein reines Depot nur aus Einzelaktien zum Beispiel, das traue ich mir einfach noch nicht zu. So, also habe ich versucht, einen Mittelweg zu finden. Es ist ja halt so, wenn man jetzt investiert ist im MSCI World und Emerging Market, so dieses klassische Depot 70-30, was wirklich nicht verkehrt ist, dann hat man natürlich auch die schlechten Unternehmen dabei. Na, man ist zwar breit diversifiziert, aber man hat halt auch die Unternehmen drin, die man zum Beispiel, egal aus welchen Gründen, nicht dabei haben will. Man kauft halt nicht nur die Nadel im Heuhaufen, man kauft halt diesen ganzen Heuhaufen. Ist ja auch so ein Sprichwort. Und dann gibt es natürlich so, der eine beschäftigt sich mit dem Thema viel, der andere ist in dem Thema viel unterwegs oder halt auch in der Branche beschäftigt. Und da gibt es ja mittlerweile, nicht erst seit gestern, sondern es ist jetzt so eine Entwicklung, seit 2-3 Jahren, sage ich jetzt mal, dass es ETFs gibt, die auf Themen, Branchen oder Trends setzen. Nachhaltigkeit, Biotechnologie, Cybersicherheit oder wie ich zum Beispiel in meinem normalen Depot auch den E-Sport und Gaming ETF habe. Und das ist dann so schon spezieller. Man investiert halt in eine Branche. Es gibt ja auch dann immer diese Sache, vom Branchenwetten haltet man nichts. Ich persönlich sehe es halt so, wenn man halt wirklich nur MSCI World und Emerging Markets investiert, habe ich jetzt einen Branchen-ETF in meinem normalen Depot dabei. Ansonsten war es das. Nur halt komplett mischen, dass man halt den MSCI World und alles bespart und zum Beispiel noch diese 5-6 ETFs, die ich gleich zeigen werde, noch zusätzlich, davon halte ich nichts. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? So, ich hätte mir jetzt könnten einfach ein Demo-Depot erstellen bei JustETF oder ExtraETF.com
Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und haben wir gesagt, nee. Und die finanzielle Situation lässt es jetzt halt auch dann bald zu. Ich schätze mal noch so 4, 6 Wochen. Dann können wir mit dem Ganzen starten. Und möchte parallel einen Betrag, ihr seht, 5.000 Euro investieren in ein Branchen-ETF-Depot, was ich jetzt halt in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen zusammengestellt habe. Es war viel Analyse. Fangen gleich an und lassen das einfach mal laufen und vergleiche das dann mit meinem normalen Depot. Das soll jetzt dann kein Wettrennen werden oder so, aber ich habe halt auch viel davon gelesen. Branchen-ETFs werden halt auch gerne kritisiert. Ich habe jetzt mit dem einen Branchen-ETF, mit dem E-Sport-ETF, wirklich gute Erfahrungen gemacht, gerade aktuell, wo die Börse so im Keller ist, unabhängig warum, das Thema vertiefen wir jetzt nicht. Ist es halt wirklich so, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Und dementsprechend halt, ich will das ausprobieren. So, warum mache ich nicht mit dem Demokonto? Ich glaube einfach rational oder persönlich reagiert man immer anders da, wenn man jetzt halt ein Demokonto laufen hat oder halt wirklich reelles Geld investiert hat. Und dementsprechend halt fangen wir mit den Regeln an. Die Anlage sind 5.000 Euro, pro ETF werden 1.000 Euro investiert. Regel Nummer 3, jeder ETF muss thesaurierend sein. Es geht ja um Vermögensaufbau, ich möchte keine Dividenden aus diesem Depot haben. 5 Branchen, Themen-ETFs, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es sollen keine bis wenige Überschneidungen bei Unternehmen sein, Thema Klumpenrisiko. Nachdem ich jetzt alles zusammengestellt habe, sind genau 4 Firmen in 2 ETFs enthalten. Also ich habe das wirklich gut hinbekommen. Die Kriterien haben schon wirklich viele ETFs, Branchen-ETFs aussortiert, weil viele auch zum Beispiel ausschütten sind. Mindestens sollten 25 Firmen bis maximal 80 Unternehmen, also mindestens 25 bis maximal 80 Unternehmen sollen in dem ETF enthalten sein. Und was halt natürlich wichtig ist, der ETF muss in Deutschland handelbar sein. Die TER darf maximal 0,7% pro Jahr betragen. Ich hatte ja bei dem Video zur Tracking-Differenz, die mir ja eigentlich wichtiger ist, gesagt, auf die kommt es eigentlich eher an. Das Problem ist halt, bei Themen Branchen-ETFs kann man noch keine Tracking-Differenz großartig sehen, weil die meisten Branchen-ETFs sind erst ein halbes Jahr, 2 Monate, ein Jahr auf dem Markt. Und dementsprechend halt habe ich mich müssten nach der TER richten. Und das Ganze hat natürlich auch ein Risiko. Will ich auch nicht zu kurz kommen lassen, das Thema. Mögliche Risiken von Branchen-ETFs. Quelle ist justetf.com. Beim Investieren ist es immer wichtig, die Kosten im Auge zu behalten. Gerade bei Branchen-ETFs sind jährliche Gebühren der Regel etwas höher als die von regionalen oder länderbasierten ETFs. Das macht einen sektorbasierten Portfolioansatz etwas teurer. Seien Sie besonders vorsichtig bei exotischen Branchen-ETFs oder solchen mit einer relativ geringen Vorvolumen, welche höhere Kosten mit sich bringen. Thema Vorvolumen, man hat das gesehen bei dem Gaming-ETF, als ich den in meinem normalen Depot aufgenommen hatte, da hat er 18 Millionen, mittlerweile glaube ich ist er bei 59 Millionen wieder. Wer dieses Video in einem halben Jahr schaut, dann wird sich das Vorvolumen halt auch bei allen ETFs geändert haben. Also das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Beachten Sie, dass Sie mit einer Sektorrotationsstrategie, so nennt sich das Ganze, nicht den gesamten Markt kaufen, sondern eher einen aktiven Ansatz verfolgen und in eine kleine Auswahl von Unternehmen investieren, von denen Sie sich eine bessere Entwicklung erhoffen. Wenn Sie entscheiden, eine Sektorrotationsstrategie zu verfolgen, müssen Sie bei der Branchenauswahl daher mehr richtig als falsch liegen, um die billigeren, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes zu schlagen. Treffen Sie die falsche Entscheidung, wird sich Ihr Depot schlechter entwickeln. Also bei dem Gaming-ETF, den habe ich ja ins Depot genommen, weil ich halt in dieser Branche wirklich viel unterwegs bin. Es sind 30 Firmen drin. Von 25 Firmen habe ich schon mal was gehört oder mich mit diesen Firmen schon mal auseinandergesetzt. Deshalb hatte ich da überhaupt kein schlechtes Gefühl. Und jetzt noch ein persönlicher Risikohinweis. Alles, was ich euch gleich zeige, ist keine Anlageberatung oder zu sagen, das ist besser als MSCI World in Emerging Markets. Wer überhaupt noch nie was mit ETFs zu tun hatte, soll auch definitiv niemals damit anfangen, sondern halt einfach in All Country 100% oder MSCI World, Emerging Markets 70-30. Und auch diese ETFs, die ich euch gleich zeige, oder dieses Depot, was ich euch zeige,
und ihr wollt das vielleicht nachbauen, sei es ein Demokonto oder vielleicht sogar, wie ich es jetzt halt mache, befreit euch, das nicht selber Recherche zu betreiben. Also ich bin jetzt seit wirklich 3 Wochen ungefähr da dran, für mich das Ganze, damit ich mir das Ganze zusammengestellt habe. Und mir ist das wirklich wichtig. Deshalb ganz, 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 ganz wichtig, es ist keine Anlageberatung. Ne? Also es ist für mich ein Projekt. Ich investiere gerne oder probiere gerne neue Sachen aus, wie zum Beispiel auch bei dem Forschungsprojekt, wo ich investiert bin. Aber es ist nochmal ganz wichtig, dieses Geld, was ich dort jetzt anlege, das tut mir nicht weh. Ich brauche dieses Geld nicht und ich will das einfach für mich persönlich ausprobieren. Ich finde es ultra spannend, wo sich das Ganze hinentwickelt. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, würde ich mich halt auch freuen, wenn ihr halt meinen Kanal abonniert. Dann kriegt ihr halt immer mit. Wir werden das Ganze so machen. Ursprünglich war es geplant, das immer ins Depot-Update unterzubringen, was einmal im Monat kommt. Dann wird aber das Depot-Update noch länger von der Videozeit her. Deshalb werden wir es ein bisschen aufteilen und ich werde einmal im Monat immer ein Branchen-ETF-Depot-Update bringen, wo ich dann halt immer kurz darauf eingehe. Das wird dann aber auch nicht wirklich lang, weil es wird nichts nachgeschossen, nachinvestiert. Ihr könnt auch euch diese Tabelle runterladen. Dort stehen dann WKNs, ISINs und alles drin. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und fangen wir jetzt einfach mal an. 5 ETFs habe ich mir rausgesucht und ja, legen wir los. Der erste ist aus der Branche Technologie. Es ist der von Weiss, neu aufgelegt am 12.02.2020 Cyber Security and Data and Privacy ETF. Aktuell eine Fondsgröße oder ein Fondsvolumen 0,8 Millionen Euro, enthaltene Firmen 44, Art ist natürlich thesaurierend. Replikationsart ist physisch. Die TER aktuell 0,45% und das Domizil ist in Irland. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Investment in Unternehmen aus der ganzen Welt zu ermöglichen, die in der Branche der Cybersicherheit und des Datenschutzes tätig sind. Den Unternehmen wird jeweils ein Anfangsgewicht anhand ihrer jeweiligen thematischen Score zugewiesen, aufgrund Umsatz oder des Betriebsergebnisses. Nach einer endgültigen Liquiditätsanpassung wird sichergestellt, dass weniger liquide Unternehmen nicht zu stark im Index vertreten sind. Thema Cybersicherheit, Datenschutz und so weiter, beschäftige ich mich viel damit. Von dem einen oder anderen Unternehmen habe ich auch in dem ETF was gehört. Ich kann jetzt halt nicht, das wird den Rahmen vom Video sprengen, jetzt jeden ETF einzeln vorstellen. Vielleicht machen wir das dann immer bei diesem Depot-Update, was ich gesagt habe eben. Aber ihr könnt euch das Factsheet und so weiter selber mal dann anschauen, falls euch das interessiert. Wird ein dauerhaftes Thema bleiben, Thema Digitalisierung. Und ich denke mal und hoffe mal, dass sich dieser ETF gut entwickelt wird. Wir werden sehen. Es werden auch dort 1000 Euro reinfließen. Kommen wir zum nächsten. Ein alter Bekannter, auch Teil von meinem Standarddepot, der Vanek Vectors Video Gaming und E-Sports ETF. Den werde ich halt auch in das Branchen-ETF-Depot mit aufnehmen. Einfach, weil er läuft. Im Moment läuft er wirklich gut. Keine Anlageberatung. Und das Video dazu könnt ihr euch auch nochmal angucken. Den habe ich ja schon mal in einem Video vorgestellt, als ich ihn ins Depot aufgenommen habe. Und ganz kurz, der Vanek Vectors Video Gaming und E-Sports ETF bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die mindestens die Hälfte ihrer Umsätze mit Videospielen, E-Sports oder entsprechender harten Software erzielen, zum Beispiel Nvidia. Die Marktabdeckung liegt dabei dann halt bei 95%. Er wurde aufgelegt am 24.06.2019, hat mittlerweile eine Größe von 59 Millionen. Als ich damals angelegt habe, hatte er halt 18. Enthaltene Firmen sind 30, er ist thesaurierend, vollständig repliziert. Physisch und hat eine TER von 0,55% pro Jahr. Branche E-Sport und Videogaming. Der nächste. Von Spider, der S&P Consumer Stable Select Sector ETF bietet Zugang zum Basiskonsumgütersektor der USA. Bekannte Unternehmen im ETF sind unter anderem die Altria Group, Coca-Cola, PepsiCo und Procter & Gamble, um einige zu nennen. Hat eine TER von 0,15% pro Jahr. Branche, Konsum, US-Markt, thesaurieren, 34 Firmen enthalten, Fondsgröße 144 Millionen und der ETF besteht sogar schon seit
7.7.2015 und hat, habe ich jetzt nicht hier aufgeführt, eine Tracking-Differenz von minus 0,34. Also er hat sich wirklich gut, sehr gut entwickelt. Und warum habe ich mit denen in dieses Depot gelegt? Einzelaktiendepots, zu 90% findet man dort Altria Group, Coca-Cola, PepsiCo und Procter & Gamble. Und zum Beispiel Procter & Gamble wollte ich auch gerne als Einzelaktie haben. Und so habe ich dann halt doch so ein ganzes Gesamtpaket. 100% US-Markt investiert. Konsum wird es immer geben und wird auch steigen. Und dementsprechend halt war das der Grund, warum ich den in dieses Depot für mich gepackt habe. Nächstes Thema: Biotechnologie. Der Pharma-Projektruf von L&G. Aktuell auf, also aufgelegt am 18.01.2018, Fondsgröße 6,1 Millionen, 40 Firmen enthalten, thesaurierend, Branche Biotech und Gesundheit. Es gibt auch Branchen-ETFs, die wirklich speziell nur auf Gesundheit ausgelegt sind. Das Problem ist, ich habe keinen Gesundheit-ETF gefunden, der thesauriert, also sind sie aussortiert worden. Auch physisch vollständig repliziert, TER 0,5% pro Jahr, Domizil in Irland. Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die aktiv in der Forschung, Entwicklung und/oder Herstellung von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten tätig sind. Dem einen oder anderen, der schon länger hier dabei ist, wird wissen, warum ich diesen ETF in mein Depot gelegt habe. Ich bin selber gesundheitlich schwer angeschlagen und dementsprechend halt ist das für mich immer ein Thema, wo ich auch unterwegs bin und mich viel damit beschäftige, mit Forschung und wie es dort aussieht und weitergeht. Es ist ein sehr spezieller ETF, es ist eine sehr spezielle Branchenwette, aber das Thema Gesundheit wird nicht weniger, es wird sogar mehr. Aktuell Thema Corona zum Beispiel, Coronavirus. Und so ist auch dieser Bereich in meinem Depot abgedeckt. Kommen wir zum letzten. Smart Factory. Der Amundi Smart Factory ETF setzt gezielt auf Unternehmen, die in der Branche Smart Factory tätig sind. Smart Factory bedeutet die Transformation der Fertigung des industriellen Marktes durch neue Technologien. Stichwort Industrie 4.0. Macht das gerade bei uns in der Firma mit, die große Transformation, Stahlbranche, CO2. Ihr kennt das Ganze. Er wurde aufgelegt am 01.10.2019, hat mittlerweile eine Fondsgröße von 74 Millionen Euro. Enthaltene Firmen sind 52, thesauriert. Replikationsart ist synthetisch, also Swap. TER 0,35% pro Jahr und aufgelegt also das Domizil ist in Luxemburg. Und ja, Industrie 4.0, Transformation, das wird gerade, sage ich mal, im Bezug bis aufs Jahr 2030, 40 ein Riesenthema. Und ich muss halt wirklich sagen, auch da bin ich viel unterwegs, beschäftige mich damit, auch wegen meiner Arbeit, weil mich interessiert es natürlich, wo mein Arbeitsplatz sich hin entwickelt. Und somit ist auch dieser Bereich abgedeckt. Es gibt Branchen-ETFs auf alles Mögliche. Thema Cannabis zum Beispiel. Aber die sind mir dann zu speziell. Einfach weil es halt noch viele Länder gibt, wo Cannabis zum Beispiel verboten ist und. Aber zum Beispiel Thema Cannabis haben wir auch dann zum Teil abgedeckt in dem Biotech-ETF. Und es sind halt ETFs, die mich persönlich interessieren, Themen, von denen ich überzeugt bin, Themen, wo ich halt auch ganz klar sage, die haben eine Zukunft. Und ich finde dieses Projekt unheimlich spannend und wir werden sehen, wo diese Reise hingeht. Und starten wird das Ganze so Anfang April, Mitte April circa. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich werde dann halt, es wird dazu keine extra Excel-Tabelle geben, sondern halt, ich werde da einfach in Portfolio Performance ein neues File anlegen und dann werden wir mal gucken, wenn wir so beide Depots gegeneinander laufen lassen. Das andere, mein normales Depot wird ja weiter bespart mit 70-30, die Dividenden-ETFs und so weiter. Aber ich will es einfach wissen. Ich will mich nicht über Gerd Kommer oder den Finanzvisier stellen und sagen, ich weiß es besser. Ich weiß es definitiv nicht besser. Das würde ich mir niemals anmaßen. Es ist für mich so ein Mittelweg zwischen Standard-ETF-Depot und Einzelaktiendepot. Und meine persönliche Risikoeinschätzung ist halt wirklich einfach, ich traue mir
diese Königsdisziplin der Analyse von Einzelaktien, Einzelunternehmen traue ich mir persönlich nicht zu. Und mit Halbwissen glänzen andere besser. Deshalb will ich das nicht. Ich will euch da nicht irgendwas Falsches erzählen, nicht bewusst was falsch erzählen oder euch sagen, ich bin mir da nicht sicher, aber die Firma könnte sich gut entwickeln. Das ist nichts. Oder wir sagen einfach, ich traue mir noch nicht zu, das nächste Tesla, das nächste Apple oder das nächste Amazon zu finden. Na, also Thema Stockpicking zum Beispiel. Gut, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Projekt gefällt. Ich möchte jetzt bitte keine Grundsatzdiskussion in den Kommentaren. Ja, Branchenwetten sind Mist, Branchenwette taugen nichts und. Ich werde das Projekt durchziehen, definitiv. Und hoffe, ihr seid dabei. Könnt ihr mal gerne mal sagen, gut oder schlecht, wie ihr das Ganze findet. Und es würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.